Ein Schulversuch in einer Wiener Volksschulklasse zeigt, dass geistig behinderte Kinder erfolgreich integriert werden können. Dazu ein Live-Gespräch mit dem Innsbrucker Erziehungswissenschaftler Dozent Dr. Volker Schönwiese. Auf der Wiener IFABO, der größten Bürofachmesse Österreichs, zeigt sich der Trend zu neuen und noch rascheren Datenübermittlungsanlagen. Nichts ist für geistig und körperlich behinderte Menschen grausamer als die gedankenlose Einteilung in normale und andere Menschen. Wie schwer es ist, diese Trennung durch eine echte Integration zu überwinden, das zeigt das Beispiel einer Volksschulklasse in Wien am Wolfersberg. Im Rahmen eines Schulversuchs sind in dieser Klasse auch geistig Behinderte. Jetzt will die Klasse geschlossen, also mit den behinderten Mitschülern, in die höhere Schule. Doch das geht nicht. Integration nach der Volksschule ist im Gesetz nicht vorgesehen. Die Wiener Volksschule Mondweg am Wolfersberg. Hier geschieht Integration mit Erfolg. Für jeden Jahrgang gibt es mittlerweile eine Klasse mit geistig behinderten Kindern als Schulversuch. Die erste Integrationsklasse, die 4B, wird mit Ende des Schuljahres, also in 2 Monaten, auslaufen. Von 20 Kindern sind 4 geistig behindert. Matthias, Alex, Peter und Xandi. Eine Sonderschullehrerin ist als zweite Lehrkraft beigestellt. Davon profitieren auch die anderen. Am leichtesten tun sich die 4 mit Projektunterricht. Etwa beim Thema Biologie, von der Knospe bis zum Apfel. Die Widerstände, die es vor 4 Jahren gegen diesen Schulversuch gegeben hat, sind mittlerweile gefallen. Einerseits müssen sich die Lehrer anstrengen, ihren Stoff so vorzutragen, dass auch die 4 mitkommen. Andererseits helfen die anderen beim Lernen mit und lernen daran auch selbst. All das hat ein besonders gutes Klassenklima geschaffen. Auch können die 4 einiges besser als die anderen. Der Xandi macht meistens Witz und da lachen dann alle in der Klasse und das finden alle lustig. Er kann gut Geschichten erzählen, sicherlich besser als alle anderen. Er kennt sich dabei super aus beim Geschichten erzählen, er kann das. Also wenn er mal ins Sprechen ist, ist er eigentlich nicht mehr zu stoppen. Die gesamte Klasse will jetzt, nach 4 gemeinsamen Jahren, in ein Gymnasium wechseln und bis zum Ende der Unterstufe zusammenbleiben. Ein Probelauf für die Gesamtschule soll es aber nicht sein. Die Eltern der nicht behinderten Kinder haben die Vorteile einer Integrationsklasse erkannt und sind bereit, dafür zu kämpfen. Mein Kind hat von diesem Besuch profitiert, ja. Wodurch? Mein Kind war eher zart und wäre wahrscheinlich in einer anderen Klasse zurückgestellt worden. Und hier haben sich die Lehrkräfte so eingesetzt für ihn und haben so viel mit ihm gemacht, dass es ihm jetzt leicht möglich ist, die vierte Klasse abzuschließen und die AHS-Reife zu erlangen. Die AHS auf der Schmelz soll die ganze Klasse aufnehmen, so der Wunsch. Der Großteil der Lehrer hier ist aber dagegen. Die hat Angst. Sie sagt, an sich ist das gut, was ihr macht, aber wir trauen uns über diese Sache nicht drüber. Das ist eine Gruppe. Eine Gruppe sagt, diese Behinderten, diese Form der Behinderung hat in einer AHS nichts zu suchen. Und dann eine dritte Gruppe, die der Meinung ist, und der Meinung schließe ich mich an, dass sehr wohl eine Integration möglich sein muss. Ich glaube nicht, dass irgendein Kind an besonderen Leistungen, an einem besonderen Lernzuwachs in dieser Klasse gehindert werden wird. Und das, glaube ich, ist das entscheidende Argument. Eine erste Klasse auf der Schmelz. Die 4 behinderten Buben können und werden hier die Hochschulreife nicht erlangen. Nur ihre Schulpflicht wollen sie erfüllen. Unterrichtsminister Scholten ist dafür, unter der Voraussetzung, es finden sich auch genügend Lehrer, die dort unterrichten wollen. Diese Voraussetzung ist gegeben. Die Kinder und Eltern warten nur noch auf das offizielle Okay des Ministers. Im Studio in Innsbruck begrüße ich jetzt Volker Schönwiese als Universitätsassistent und Experte für Pädagogik, für Erziehungswissenschaften. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Schönwiese, tut man den behinderten Kindern eigentlich etwas Gutes, wenn man sie in die AHS mitnimmt, wo doch der intellektuelle Unterschied zwischen ihnen und den anderen Kindern im Laufe der Jahre immer größer wird und immer öfter die Gefahr besteht, dass sie sich zurückgesetzt fühlen, dass sie einfach nicht verstehen, was um sie vorgeht?
Naja, das ist das Argument, das immer als erstes kommt. Ich möchte zuerst nur kurz sagen, dass also der gemeinsame Unterricht von Behinderten und Nichtbehinderten Isolation auflöst, was zuerst in dem Beitrag auch schon ganz schön gezeigt worden ist. Und es geht eigentlich um ein Menschenrecht. Und man muss zuerst einmal fragen, ob dieses Menschenrecht, ob man nicht von dem ausgehen soll einmal, und dann sich zu fragen, wie kann man das einrichten. Also die meisten europäischen entwickelten Staaten sind diesen Weg gegangen, Integrationsgesetze zu machen. Das möchte ich einfach nur vorweg zuerst einmal erzählen. Und das andere, was immer zuerst auch kommt, die Frage, die zweifelnde Frage. Und es ist auch ganz wichtig, dass in dem Zusammenhang Informationen gegeben werden, weil also der Zweifel schon ausdrückt, dass auch darüber diskutiert wird, was ich ganz wichtig finde. Diese Frage wegen diesen Leistungsunterschieden. Ich kann nur sagen, die Erfahrungen zeigen die, dass die Größe der Leistungsunterschiede kein Problem ist im Sinne eines gemeinsamen Lernens, sondern im Gegenteil, dass gerade die Größe des Leistungsunterschieds viele Spannungen in der Klasse eben nicht aufkommen lässt, weil kein Konkurrenzklima entsteht. Spannungen entstehen vielfach auch dort, wo Kinder relativ nah in ihrer Leistung sind und dort also auch Konkurrenzsituationen entstehen. Also gerade die Größe des Unterschiedes ist nicht so das große Problem in den Integrationsklassen, wenn überhaupt man von Problemen reden kann. Sind eher auf dieser didaktischen Ebene. Also wie unterrichte ich, wie tun die beiden Lehrpersonen, also zwei Lehrpersonen müssen in der Klasse sein, wie kooperieren die, wie arbeiten die zusammen? Das sind also Dinge, die für Lehrer einfach einmal neu sind. Und da sind wir in einem Entwicklungsprozess drinnen und so muss man es auch sehen. Österreich macht Gott sei Dank auch einmal den ersten Beginn in diese Richtung hin. Herr Schönwiese, Sie sind selbst körperlich behindert. Die Integration körperlich Behinderter lässt natürlich auch zu wünschen übrig, wäre aber in dem Fall nicht das Problem. Die Frage ist, wird die zusätzliche Zuwendung, die diese behinderten Kinder im Laufe der AAS benötigen, wird die nicht leistungsmindernd, einschränkend auf die anderen AAS-Schüler sich auswirken, wird nicht das Leistungsniveau sinken, weil man eben diesen Konkurrenzkampf verhindern will? Na, ganz im Gegenteil. Also der Integration erfordert einen Unterricht, der wirklich auf die einzelnen Kinder zugeschnitten ist. Und das nützt den behinderten Kindern und das nützt aber auch allen anderen Kindern. Man geht immer von den individuellen Fähigkeiten, individuellen Möglichkeiten aus. Vielfach ist es so, dass ja auch sogenannte intelligente Kinder daran leiden, dass sie unterfordert sind. Oder jedes Kind ist anders. Man kann nicht so einen Pegel durchziehen und sagen, die Kinder sind so und so. Also Unterrichtsmethoden, die also davon ausgehen, dass jedes Kind verschieden ist, hilft im Prinzip jedem Kind, dem Behinderten und auch den Intelligenten, den durchschnittlichen Schüler oder jeder, der einfach auch bestimmt, jedes Kind hat auch bestimmte Schwerpunkte, wo es sich entfalten möchte und andere, wo es sich schwerer tut. Also genau diese Unterrichtsmethoden, die ja auch nicht neu sind, was man so Individualisierung des Unterrichts nennen könnte oder differenzierter Unterricht, also auch Gruppenunterricht, Projektunterricht ist auch genannt worden. Das sind also Dinge, die schon relativ alt sind, die aber jetzt in einer Integrationsklasse eingesetzt werden müssen. Und ich denke auch, dass in der AHS und in der Hauptschule ein stärkerer Zugang zu diesen Unterrichtsmethoden durchaus nützlich ist. Also gerade in der AHS ist vielfach durch die universitäre Ausbildung eine starke Fachbezogenheit gegeben. Und die didaktische Seite ist einfach in Universitätsausbildung nicht so total im Vordergrund. Und es gibt also auch, ich kenne auch viele Lehrpersonen aus diesem Bereich, die sich auch wünschen würden, dass es hier von der Unterrichtsmethode auch Fortschritte und auch entsprechende Verbesserungen gibt. Und Integration ist eine Möglichkeit in dem Zusammenhang. Herr Schönwiese, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Bitte sehr. Weiter geht's mit einer kurzen Meldungsübersicht.